Hast du was gegen Bauchschmerzen? Stechen. Die besten Waren die Seite des Pontars. Seit gestern. Versuch es mal. Katzenaugen. Zwei Humpen und ein bisschen plötzlich. Oh, bitte, mein Herr. Etwas Anstand. Und ich guck hoch und da, er leert das halbe Fass in einem Zug. Geralt, hier drüben. Hey, da, Weißlöckchen. Du siehst aus wie einer, der zechen kann. Danke, ein andermal. Hey, lass mich nicht betteln, Mann. Ich lade dich ein. Angeber. Natürlich. Warum auch nicht? Die Zeit ist ein herrlicher Spielplatz. Und das richtige Gewürz für Honigkuchen. Du hast also doch zugehört. Oh ja, bisweilen kann ich nicht widerstehen, die Zeit zu manipulieren. Dabei ergeben sich viele appetitliche Gelegenheiten. Man kann die Suppe von geschmacklosen Leuten mit passenden Widerlichkeiten würzen. Wer bist du eigentlich? Gaunter Udim, auch bekannt als... Das meine ich nicht. Ah, du willst also wissen, was ich tue. Kurz, ich gebe den Leuten, was sie wollen. Sagen wir, ich erfülle ihnen ihre Wünsche. Und stürzt sie in ein Meer aus Leid? Nein, ich nicht. Das sind ihre schlecht formulierten Wünsche. Ich bin kein Betrüger. Ich gebe den Leuten nur, was sie wollen. Wenn sie sich unwürdige Dinge wünschen, liegt das durchaus an ihrer verkommenen Natur. Du bist eindeutig kein Mensch. Was dann? Ein Dämon? Ein Djinn? Willst du das wirklich wissen? Ja. Nein, Geralt, willst du nicht. Diesmal verschone ich dich und erfülle deinen Wunsch nicht. Wer meinen wahren Namen erfahren hat, ist entweder tot oder hat ein schlimmeres Schicksal erlitten. Doch dich brauche ich noch. Kontrollierst du wirklich die Zeit oder ist das nur ein Taschenspielertrick? Welchen Unterschied macht das? Einen großen. Sagen wir, die Zeit hat mich immer fasziniert. Deswegen habe ich mir ihre optimale Nutzung beigebracht. Warum gerade die Zeit? Geralt, es gibt vier Dimensionen. Länge, Breite, Höhe und Zeit. Welche davon sollte mich faszinieren? Die Breite? Bitte. Wie komme ich zu dem Vergnügen? Ich wollte dir gratulieren. Du hast dich bei Olgierd prächtig geschlagen. Tatsächlich hast du deine Schuld fast beglichen. Ich sollte ihm drei Wünsche erfüllen. Das tat ich. Jetzt nimmst du das Mahl weg, weil wir quitt sind. Fast. Um den Vertrag buchstabengetreu zu erfüllen, musst du noch eines tun. Olgierd zum Tempel von Lilvani bringen. Davon war nie die Rede. Oh, aber ja doch. Als Mann von Welt solltest du wissen, dass jeder Vertrag sein Kleingedrucktes hat. Und das ändert die Bedeutung des Vertrags. Auch bei mündlichen Verträgen. Ich sagte wörtlich, ich glaube allerdings, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Zitat Ende. Ja, ich erinnere mich. Erfülle deinen Teil der Abmachung, dann werde ich das Mahl entfernen. Du hast mich zum letzten Mal unterbrochen, während ich mit jemandem sprach. Was zum Teufel? Was macht die Fliege in meiner Suppe?
Ich hab nach dir Ausschau gehalten, dich aber nicht reinkommen sehen. Woher kommst du plötzlich? Ich bin ein Hexer. Übermenschliche Schnelligkeit ist nur eine meiner Qualitäten. Hast du mir die Fliege in die Suppe geworfen? Nein. Jetzt hör genau zu. Sag deinem Ataman, er soll zum Tempel von Lilvani kommen. Südlich von hier. Der Eingang liegt in einer Höhle. Was ist denn da los? Lilvanis Tempel. Kapiert? Ja, kapiert. Warte mal! Deine Freundin, die Ärztin, die war hier. Du sollst bei ihr vorbeikommen. Danke. Leute, seht ihr das? Meine Tapferkeit ruht einfach auf drei Säulen. Gutes Essen, gutes Trinken, gute Unterhaltung. Ohnmächtig? Er ist blutüberströmt. Weißt du, was man über deinesgleichen sagt? Da musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Streitlustig, wie? Shani? Geralt, gut, dass du kommst. Was ist passiert? Hat jemand eingebrochen? Hier? Ach, nein, ich ziehe nur um. Was? Wann? Wohin? Ach, darüber wollte ich nicht reden. Jedenfalls nicht nur, aber... Ich gehe, Geralt. Die Ostfront ruft. In Kedwen. Du hast nicht erwähnt, dass du einen Umzug planst. Ich wusste es nicht. Erst seit heute früh. Es waren zwei Soldaten hier. Redanien braucht mich angeblich wieder. Hättest du nicht einfach Nein sagen können? Ach, vielleicht. Aber das wollte ich nicht. Ich will meiner Berufung folgen. Und das geht nirgends besser als an der Front. Werde ich. Werden wir uns jemals wiedersehen? Eines Tages bestimmt. Und, hast du was über Olgierd erfahren? Tja, ich habe die Bücher bald zugeklappt, weil ich mir dachte, dass ich die Wahrheit nur von jemandem erfahre, der ihn kennt. Hast du jemanden gefunden? Ich musste nicht lange suchen. Ein Kollege an der Akademie, der Assistent von Professor Primitin Schüttlock, sagt, dass Olgierd von Everek sich öfters mit dem Professor getroffen hat. Dabei hat Olgierd offenbar verlangt, dass der Professor etwas erforscht. Der Professor hat sich so hineingesteigert, dass er seine Notizen nicht rausrücken wollte. Nicht mal seinem Assistenten wollte er sie zeigen. Der Professor, wo finde ich den? Hier in Ochsenfurt. Zurückgezogen in seinem Haus auf dem Akademiegelände, mit Hexenjägern auf der Türschwelle. Hexenjäger auf der Türschwelle? Steht er unter Hausarrest? Das weiß ich nicht. Manche an der Fakultät halten ihn für einen Verräter, der sich von den Hexenjägern hat kaufen lassen. Der Assistent wiederum meint, dass der Professor sich von ihnen beschützen lässt. Ich weiß nicht wovor. Und was glaubst du? Dass er ihnen sicher nützlich ist. Ein Fachmann für Schwarzmagie und Okkultismus ist die reinste Fundgrube an Wissen. Wenn er wirklich den Verstand verloren hat, wäre es nicht erstaunlich, wenn sie ihn benutzen. Ich muss mit diesem Professor reden. Ich gehe mit. Die Akademie ist voller redanischer Wachen. Da kommst du nicht alleine rein. Wachen waren mir noch nie ein Hindernis, das weißt du. Mhm, aber wenn du diese verwundest, muss ich sie wieder flicken. Außerdem könnten wir einem Freund begegnen. Dann kommen wir ganz leicht rein.
Wie stehen denn die Dinge in der Akademie? Du meinst, seit Radovid sie geschlossen hat? Ich will wissen, ob sie gut bewacht ist. Vermutlich nicht. Viele Mitglieder sind in den hohen Norden geflohen. Die Tapferen sind geblieben, haben sich aber als Schneider und Wäscherinnen verkleidet. Warum? Neugier. Die Gelehrten hatten sich offenbar Magiertaktiken zugelegt. Kooperieren sie? Also an die Ostfront. Und dann? Kommt drauf an, wo man mich hinschickt. Wo es auch sein mag. Pass auf dich auf. Mach ich immer. Keine Sorge. Hey, Daniel! Halt! Auf Befehl König Radovids darf niemand die Akademie betreten. Nicht mal Dozenten? Niemand heißt keiner. Na, du bist ja ein Pedant geworden, Norbert. Als ich dich wieder zusammengenäht hatte, warst du viel freundlicher. Wie geht's denn dem Knie? Ganz wunderbar. Als wäre nie ein Fall drin gewesen. Du kannst dich glücklich schätzen. Wenn ich mich nicht dazu entschieden hätte, dich zu operieren, wärst du auf ewig ein Krüppel. Bruno? Hm? Vielleicht können wir sie reinlassen. Sie ist anständig. Die klaut nichts. Na gut. Aber alleine. Der Hexer erregt zu viel Aufmerksamkeit. Für den will ich mich vom Hauptmann nicht anraunzen lassen. Pass auf. Ich gehe rein und helf dir dann, hinten reinzuschleichen. Und wie? Weiß nicht. Ich denk mir was aus. Auf der Flussseite sind normalerweise viel weniger Wachen. Geht klar. Gut, lasst mich rein. Geralt! Psst! Bist du da? Ja, bin ich. Schnapp das Seil. Wo hast du das Seil her? Lange Geschichte. Aber wir haben es geschafft. Professor Schüttlocks Haus steht am Ende dieser Straße. Hexenjäger bewachen die Tür. Ich glaube nicht, dass ich die bequatschen kann. Du warst schon eine große Hilfe, Shani. Danke. Schon gut.
Du hättest dasselbe für mich getan. Wenn du mich nochmal sehen willst. Ich bin zu Hause. Muss noch eine Weile packen. In Ordnung. Bis dann. Zeit zu beenden. Auf ihn! Von beiden Seiten! Ich brauche einen anderen Eingang. Hat er vielleicht ein Fenster vergessen? Ein Silberlamm. Das Siegel kenne ich nicht. Anscheinend ewig nicht benutzt worden. Zerbrochener Spiegel. Keine Aufschlagstelle. Ein Unfall war das wohl nicht. Vielleicht durch Schall zerbrochen. Jemand hat hineingesehen und geschrien. Ilian Albukus kleinerer Schlüssel. Ein Foliant über Dämonen. Dicke Staubschicht.
Franco, bist du das? Lass die Bettpfanne an ihrem Platz. Und nimm den Teller mit, ich esse heute nichts. Professor Shitlock? Wer zum Teufel? Wie bist du reingekommen? Raus! Ich weiß nichts. Ich will auch nichts wissen. Kapiert? Nein, 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 nein! Raus! Ich tu dir doch nichts. Dieser Dämon schickt dich. Ich weiß es. Welcher Dämon? Stellst du dich dumm? Hm? Bitte. Du weißt Bescheid. Gaunter Odim. Inkarnation des Bösen. Er schickt mich nicht, aber wegen ihm bin ich hier. Ich bin ein Hexer. Ein Mutant? Ja, möglich. Wieso wird die Tür bewacht? Bist du hier gefangen? Schutzgewahrsam nennt sich das. Schutz! Ich bin nicht mehr Herr über mein Schicksal. Nicht mal Luft holen kann ich ohne Erlaubnis. Was wollen sie von dir? Es mag dir nicht klar sein, aber ich gehöre zu den führenden Okkultismus-Experten. Den Lebenden heißt das. Mein Mentor war der überragende Professor Lionel van... Und jetzt kooperierst du mit den Hexenjägern? Kooperieren? Ha! Als hätte ich eine Wahl. Sie sind unwissend. Aber ihnen ist klar, was ich über Magie und Hexen und Zauberer und so weiter weiß. Dieses Wissen benutzen sie zu barbarischen Zwecken. Aber darauf habe ich keinen Einfluss. Ja. Ich bin hier, weil ich Informationen brauche. Vermutlich bist du der Einzige, der sie hat. Ein Hexer? Dann muss ich mich nicht fürchten. Ich bin ja kaum eine Postkonjunktionskreatur. Was wollte Olgierd von Everreck von dir? Verflucht sei der Tag, an dem ich diesen Mann traf. Er stand vor meiner Tür und wollte wissen, wer Gaunter Odim ist und wie man ihn los wird. Er bot mir einen Sack Gold. Ich war einverstanden. Solche Dinge sind meine Spezialität. Und ich brauchte Geld. Ich versenkte mich in die Folianten, analysierte obskure Vorfälle und Volkslegenden. Ich reiste sogar bis nach Nilfgaard. In der Bibliothek dort stieß ich endlich auf eine Spur dieser mysteriösen Wesenheit. Es gibt Aufzeichnungen über Begegnungen, die tausende von Jahren zurückliegen, in vielen Kulturen, unter vielen Namen. Aber immer als Ausgeburt des Bösen. Hier heißt er Gaunter Odim, manchmal auch Spiegelmeister oder Mann des Glases. Das Studium der alten Aufzeichnungen hat mich erblinden lassen. Aber ich habe vieles erfahren, dass er mit seinen Opfern spielt und besonders gerne Pakte schließt. Sie scheinen harmlos, treiben die Vertragspartner aber in den Wahnsinn. Was ist das für ein Kreis? Was bedeuten diese Runen? Sie schützen mich. Hier kann das Böse mich nicht erreichen. Woher weißt du das? Er hat es mir selbst gesagt. Er hat mich einmal besucht. Faszinierendes Treffen. Ich war schon blind, aber ihn konnte ich sehen. Er lächelte mir zu. Behauptete, mein Interesse sei ihm eine Ehre. Er wollte sich bedanken. Und sein ebenbürtiges Interesse an mir bekunden. Er zog diesen Kreis und sagte, darin sei ich sicher. So zeigt er sich erkenntlich, weißt du? Hast du ihn je verlassen? Hättest du ihn reden hören, würdest du ebenso wenig wie ich zweifeln, was dann geschieht. Weißt du noch mehr über den Mann? Gaunter Odim ist kein Mann. Er ist das Böse. Das Böse, das viele Formen annimmt. Vergiss ihn oder stirb. Du lebst noch. Leben in ständiger Angst nach dem, was ich über ihn weiß. Und Olgierd hat so einen Pakt mit ihm geschlossen? Brillant geschlussfolgert. Aber weißt du auch warum? Er stammt aus einer wohlhabenden, einflussreichen Familie. Sonst hätten die Eltern seiner Verlobten ihn nie akzeptiert. Doch dann schlug das Schicksal zu. Er wurde zum verarmten Ausgestoßenen.
Das konnte die mächtige Familie seiner Iris nicht hinnehmen. Sie verheiraten ihre Tochter nicht an einen Niemand. Olgierd wollte mit ihr durchbrennen. Je weiter weg, desto besser. Aber sie weigerte sich, ihre Familie zu verlassen. Ein echtes Dilemma. In der Tat. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Eine Wanderhexe deutete eine Lösung an. Einen Mann, der jeden Wunsch erfüllen kann. Sein Name, der Spiegelmeister. Der Rest ergibt sich. Olgierd und Odim treffen sich. Es gibt einen Wunsch, einen Pakt, der mit Blut besiegelt wird. Und einen Preis, der gezahlt werden muss. Olgierd musste einen geliebten Menschen opfern. Odim liebt schwierige Entscheidungen. Er wusste, wen Olgierd liebte, seine Verlobte und seinen Bruder, Wladimir. Olgierd traf seine Wahl, heiratete seine geliebte Iris und erlangte sein Vermögen zurück. Olgierd hat seinen eigenen Bruder getötet? Nein, nein, nein. Schlussfolgern, Hexer. Odims Stil berücksichtigen. Hm? Olgierd hat den Blutbrief unterzeichnet und einen Tag darauf war sein Bruder tot. Das hat Olgierd dir alles erzählt? Das musste er. Wie hätte ich sonst diagnostizieren sollen? Bei dir klingt es wie eine Krankheit. Es ist schlimmer. Krankheiten lassen sich kurieren. Aber das Böse... Da sind Medikamente viel schwerer zu finden. Warum wollte Olgierd Odim loswerden? Er hatte doch, was er wollte. Wirklich? Sein Herz war zu Stein geworden. Die Frau, für die er seinen Bruder geopfert hatte, liebte er nicht mehr. Er liebte gar nichts mehr. Hatte er das gewollt? Nein. Odim gewährt einem, was man wünscht, nicht das, was man will. Wer einen Pakt mit ihm schließt, lernt diesen Unterschied und stirbt daran. Alle? Kann man ihn nicht loswerden? Ihn töten, meinst du? Das Böse töten? Nein. Allerdings erzählen die Annalen von einem Mann, der seinen Pakt gelöst und Odim mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat. Das heißt? Odim liebt Pakte, Wortfallen, geistige Duelle. Fordere ihn zu so einem Duell heraus. Er wird einwilligen. Und er kann besiegt werden. Aber bedenke, was auf dem Spiel steht. Das Einzige, was er wirklich begehrt, sind menschliche Seelen. Odim hat mir ein Mal verpasst. Werde ich das irgendwie los? Ein Mal? Wird in den Folianten nicht erwähnt. Seltsam. Es sei denn, es verschwindet, sobald dein Pakt erfüllt ist. Wenn ich ihn herausfordere und überwinde, verschwindet es dann? Das weiß ich nicht. Der Mann, der ihn überwunden hat, trug kein Mal. Danke, das hilft mir weiter. Gut, sehr gut. Ach, nach all der Zeit in Gefangenschaft und Angst, mal wieder nützlich zu sein, wie wohltuend.
Lauf, Plätze! Weiter so, Plätze! Seltsame Ortswahl. Es gibt wohl einen Grund dafür? Es war nicht meine Wahl. Das dachte ich mir. Aber nun sind wir hier. Ich glaube, du hast etwas für mich. Ich habe den dritten Wunsch erfüllt. Woher soll ich wissen, dass das die Rose ist? Du könntest sie vor einer Stunde auf dem Ochsenfurter Markt gekauft haben. Sieh sie dir genau an. Ich habe sie von Iris. Sie war das Letzte, was Iris an diese Welt gebunden hat. Was? Ich glaube, sie hat dich geliebt. Dies ist ein Zeichen dieser Liebe. Sie hat mich geliebt? Nach allem, was passiert ist? Iris, wir haben alles ruiniert. Hätte ich nur geahnt, wie es enden würde. Was passiert hier? Das ist wie ein heißes Eisen in der Brust. Es tut mir leid, dass ich so spät bin. Schön, dass es alle geschafft haben. Und von Eberek, hast du jetzt weniger Sorgen? Ein leichteres Herz? Odem, was willst du? Was will ich wohl? Deine Seele.
Nein, dem Pakt nach kannst du sie nur haben, wenn du mir 3 Wünsche erfüllt hast. Und wir? Und wir zusammen auf dem Mond stehen. Nun, sieh mal einer an. Was? Nein, wir hatten einen Pakt. Der Mond ist da, dort, nicht hier. Du hast, was du wünschtest. Hier, auf dem Mond, erfüllst du unseren Pakt. Bastard, du hast betrogen. Ich betrüge nie. Halt. Misch dich nicht ein, Hexer. Weißt du nicht mehr, was passiert, wenn man mich unterbricht? Du erfüllst doch Wünsche nicht. Erfülle meinen und lass ihn gehen. Er muss seine Schuld zahlen. Lass ihn gehen und ich zahle sie. Es ist meine. Du willst deine Seele für seine geben? Nein, aber wir können um sie spielen. Wenn du gewinnst, bekommst du meine Seele und Olgierts. Wenn ich gewinne, lässt du uns gehen. Was für ein Spiel schlägst du vor? Quint? Weiß nicht. Wir können wetten. Eine Herausforderung. Du weißt, dass ich gut darin bin, das Unmögliche zu schaffen. Du hast es gesehen. Also gut. Aber wir tun es auf meine Art. Was ist los? Du wolltest spielen, also spielen wir. Ich erzähle dir ein Rätsel. Löse es und Olgierd und du seid frei. Und wenn nicht? Dann machen wir eine wilde Sause zu dritt. Hattest du das nicht vorgeschlagen? Das Rätsel. Lass hören. Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäb mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein Schlag erreicht. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen 1000 Harfen. Was soll das denn sein? Sag du es mir. Was bin ich? Ich hab es nicht gut verstanden. Wiederholst du es? Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäb mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein Schlag erreicht. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen 1000 Harfen. Du wirst verlieren. Wir werden sehen, mein Freund. Du musst mich finden, ehe die Sanduhr abgelaufen ist. Bereit? Dann los!
Was ist das für ein Ort? Gefällt er dir? Es gibt noch viel mehr davon. Denk dran, du musst mich finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Monster waren nicht abgemacht. Meine Welt, meine Regeln. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen 1000 Harfen. Etwas, das mich wiederholt. Ein Echo vielleicht? Echo. Keine Chance. Ein Echo kann man nicht betrachten. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen 1000 Harfen. Verdammt, was bist du? Was haben Schwerter bloß an sich, dass Männer zu jämmerlichen Idioten werden, sobald sie eins finden? In heulendem Wind und strömendem Regen, während ihr Leben am seidenen Faden hängt. Das erinnert mich dran, die Zeit läuft ab. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Kinder lieben Schaukeln. Alte könnten sich davor fürchten.
Aber zum Rest passen Schaukeln nicht. Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gibt mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Oh, dabei kannst furchtbar. Du mir doch nichts tun, du bist weil miserabel. Ich keinen Schlaf Denk erreicht. Dran, dass du jederzeit und aufgeben kannst. Was kann das sein? Ich sehe schon. Du wirst mich nie finden. Nie. Familiengruft. Mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäbe mich nicht. Familie passt dazu. Aber sonst zu nichts im Rätsel. Wiederhole das Rätsel. Das Spiel ist aus. Was ist das für ein Ort? Gefällt er dir? Es gibt noch viel mehr davon. Denk dran, du musst mich finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Hässlicher Bastard. Shani, halt durch! Ich komme! Nicht zu glauben, dass du darauf reinfällst! Wirklich, Geralt. Etwas glänzt und du kannst nicht widerstehen? Ich habe mehr von dir erwartet. Vor allem, da die Zeit drängt. Oh, furchtbar! Du bist miserabel. Denk dran, dass du jederzeit aufgeben kannst. Ich sehe schon. Du wirst mich nie finden. Nie!
Spiegel. Hier versteckst du dich also? Komm schon! Du hast doch nicht gedacht, dass es so einfach ist, oder? Ein Spiegel, den du nicht schlägst. Suche und du sollst finden. Vielleicht. Und wie du wohl einen Wasserspiegel kaputt bekämst? Hier war mal Wasser. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, es zurückzuholen. Na? Jetzt besser? Ja, danke. Der Wein belebt mich ein bisschen. Dieser Fusel würde Tote auferwecken. Ein besonders übler Jahrgang. Aber weißt du was? Es tut gut, etwas Echtes zu schmecken. Nur zu, gieß ihn dir rein. Erzähl mir, was zum Henker passiert ist. Dein Mahl ist fort. Das ist wohl ein gutes Zeichen.
Erzähl mir erst mal, wie es ist, ein Herz aus Stein zu haben. Ah, anfangs ist es herrlich. Man fühlt keine Furcht, keinen Zorn, aber auch keine Sorge, keine Zuneigung, nicht mal für die, die man geliebt hat. Und man verliert sie allmählich. Du weißt ja, wie es endete. Was ist mit den Sinnen? Geruch, Geschmack? Alles da. Zuerst genoss ich die Welt wie nie zuvor. Ich fühlte mich stärker und klarer. Wie ist das möglich? Ich habe mir kein Herz aus Stein gewünscht. Das war eine Nebenwirkung. Ich wollte Iris Hand und mein Vermögen zurückgewinnen. Und dann leben, als gäbe es kein Morgen. Und so lebte ich auch, bis ich überhaupt nichts mehr fühlte. Wie herrlich, dass es vorbei ist. Es ist doch vorbei, oder? Erzählst du mir, was passiert ist? Odim hat beschlossen, sich auf meine Kosten zu amüsieren. Hat ein Spiel erfunden, das ich verlieren sollte. Er hat wohl vergessen, wie du mich darauf vorbereitet hast, das Unmögliche zu vollbringen. Ich wollte mich nur schützen. Dabei habe ich dich in Gefahr gebracht. Vergib mir. Du musst dir wegen ihm keine Sorgen mehr machen. Du bist in Sicherheit und frei. Ich danke dir, obwohl ich nicht weiß, was ich mit meiner Freiheit anfangen soll. Der Spiegelmeister hat mir alles genommen, was mir lieb und teuer war. Stimmt nicht. Du hast dein Herz wieder. Ein bitterer Sieg. Jetzt fühle ich endlich, wie viel ich verloren habe. Ich habe wieder ein Herz. Und es fühlt nichts als Trauer und Niederlage. Mein Leben ist ruiniert. Ich beneide dich nicht. Wie man so sagt, pass auf, was du dir wünschst. Oh, das werde ich. Glaub mir. Nein, ich habe eine bessere Idee. Ich wünsche mir nie wieder etwas. Ich muss mein Schicksal in die Hand nehmen, mein Leben neu leben. Und diesmal wirklich. Klingt nach einem Plan. Ich vergesse dir nie, was du für mich getan hast, Hexer. Ich habe etwas für dich. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und musst. Dieser Säbel ist seit Generationen im Familienbesitz. Alles habe ich verloren, ihn nicht. Er bedeutet mir sehr viel. Noch mehr Grund, ihn nicht anzunehmen. Erweise mir diese Ehre. Das markiert den Beginn meines neuen Lebens. Und dir könnte so eine Waffe sehr nützlich sein. Vielen Dank. Au! Tut mir leid. Kein Problem. Vielen Dank nochmal, Geralt. Und viel Glück auf dem Weg. Dir auch viel Glück.
Was will ich wohl? Nein, dem Pakt... Und wir zusammen auf... Es ist vollbracht. Deine Seele ist... Endlich ist es vorbei. Wir sollten uns wiedersehen. Es ist eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Nimmst du jetzt das Mal weg? Ah, sofort. So. Nun sag mir, welche Belohnung du gewählt hast. Ich will so schnell sein, dass mich nie jemand einholt. Interessanter Wunsch. Da habe ich etwas. Nimm dies, leg es deinem Pferd an und es läuft schnell wie der Wind. Und nun suchst du dir den nächsten armen Deppen? Das weiß ich noch nicht. Aber wenn ich je Schwierigkeiten habe, meine Schulden einzutreiben, gehe ich zu einem Hexer. Hey ho! Bist
fast am Ende, was? Tötet ihn! Haltet ihn! Werft ihn in den Graben! Komm nur! Ich will nie wieder hungrig sein. Klingt praktisch und lässt sich machen. Was ist das? Ein Füllhorn. Wenn du von nun an hungrig bist, greif hinein und du findest etwas zu essen. Und nun suchst du dir den nächsten? Das weiß ich noch nicht. Aber wenn ich je... Ich will einen endlosen Wodka-Vorrat. Oder klaren Schnaps, das ist egal. Den Wunsch verstehe ich. Ist so gut wie erfüllt. Nicht sehr beeindruckend. Scheint ganz gewöhnlich. Der Anschein täuscht oft. Die Karaffe hat keinen Boden. Solange du sie hast, wird es dir nie an Schnaps mangeln. Und nun suchst du dir den nächsten. Das war... Ich will reich sein. Reich? Wirklich? Banal. Aber bitte, du hast gewünscht, der Wunsch soll erfüllt werden. Das hier müsste es tun. Und nun suchst du dir den nächsten armen Deppen? Das weiß ich noch nicht. Aber wenn ich... Ich will gar nichts von dir. Bist du sicher? Ich vermag vieles. Ich war nie sicher. Leb wohl, Odin.